Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren schönen Folge Skyrim. Stopp, wir spielen ja jetzt Blade & Soul. Ja, Blade & Soul, was haben wir eigentlich letztes Mal gemacht, weiß ich gar nicht mehr. Achso, ja stimmt, wir haben die halbe Bevölkerung von der Sandsteinzuflucht zermitzelt und sind gebrandmarkt worden als Verräter und pipapo. Und wir sollen uns nicht mal einmischen, deshalb sprechen wir mal mit Yonkai. Wir wollen rausfinden, was hier genau passiert. Und eventuell es uns mit ihm gut stellen oder keine Ahnung. Ich hab's nicht mehr ganz im Kopf. Deshalb, wenn ihr die letzte Folge guckt, dann wisst ihr es einfach nochmal. So, wir sind hier immer noch in den singenden Dünen. Ist ganz schön warm hier. Und ich mit meinem, großen Ensemble an Kleidung habe ich hier. Ist ganz schön warm. So, wie geht's mit Yonkai Arbeitslager? Sprechen mit dem guten Herrn Yonkai und gucken mal, was es damit auf sich hat hier. Dass wir hier, ja, eben seinen Zaun erweckt haben und alles. Hallo. Ihren Zaun würde ich gerne mal erwecken. Guten Tag, Bento. Okay. Hört doch sich genau noch eine Arbeit für mich an. So, Yonkai soll hier sein. Du siehst scheiße aus, Yonkai. Ich meine, hallo, guter Mann. Ich kenne euch. Ihr seid ein alberner Nichtsnutz, der herumrennt und meine Männer tötet, mir in die Quere kommt und mich generell ankotzt. Du bist, hast du was mit deinen Haaren gemacht? Siehst, gut aus. Ihr habt mir sogar einen Gefallen getan. Diese Dummköpfe haben den Preis für ihre Schwäche gezahlt. Dennoch waren es mir ergebene Soldaten. Ihr schuldet mir einen Ausgleich. Okay. Ich bin umgeben von Unfähigkeit. Sie verloren das Nemo-Schifferlied oder die Marmor-Symphonie. Jedenfalls haben sie Mushins Erbe verloren. Aber ihr werdet ihre Fehler ausbügeln und mir das Erbe bringen. Okay. Mushins Erbe? Mushins Erbe ist die pure Kraft der himmlischen Faust. Ich könnte es näher erklären, aber das würde euch nur überfordern. Es reicht, wenn ihr wisst, dass ich es haben will. Okay. Aber wir sind Auserwählte. Wir verstehen solche Dinge eventuell. Mushin. Einer der vier großen. Jetzt erklärst du ja doch. Den dunklen Fürsten in die Ascheweiten verbannt. Wow, Cutscene. Seine Kampffertigkeiten waren übernatürlich. Daher der Name. Mushin. Gott der Kampfkunst. Ja, der Mann hat's drauf. Yo! Yo. Ganz gleich, ob ihr dafür jeden Krug zerschlagen, jedes Dorf niederbrennen oder den Zorn des dunklen Fürsten herbeirufen müsst. Nur bringt mir Mushins Erbe. Okay, willst du so toll werden wie Mushin? Wie wär's mit Training? Du bist ein bisschen rund ums Gesicht. Also du hast ein schönes Gesicht. Warum? Weil ich Oberst Yonkai bin und weil ich es euch gesagt habe. Falls ihr euch weigert, werde ich jeden Mann, jede Frau und jedes Kind in der Sandsteinzuflucht verbrennen. Jetzt sprecht mit Zhongri Chu und findet das Erbe. Okay. Lasst mich nicht warten. Der Mann ist ein bisschen übergeschnappt. Aber ich spreche mit Raichu. Oberst Yonkai scheint euch auf seine ganz eigene Art zu mögen. Erwartet solche Freundlichkeit nicht von mir. Wenn du meinst. Ihr wollt für den Oberst arbeiten? Na gut. Unsere Vorräte gehen zur Neige und der Oberst mag das Fleisch der hiesigen Raubvögel. Bringt unserem Koch Raubvogelrippchen. Wenn ihr das nicht vermasselt, gebe ich euch vielleicht richtige Arbeit. Okay. Wie bitte? Was starrt ihr mich so an? Was ist los? Besorgt die Rippchen. Ich werde euch im Auge behalten. Okay. Dann haben wir noch von diesem einen Mitarbeiter dort. Ja, salut. Seht ihr aber vom Bildschirm nicht. Also salut, egal.
Eigentlich ein einfacher Kerl, okay, wie es aussieht. So, auf jeden Fall, der gute Mann hat was für uns zu erledigen, also erledigen wir das, was auch immer zu erledigen ist. Staubknurrhornrinde. Aber erstmal kümmern wir uns um die Viecher hier. Ja. Wir sind Auserwählte. Wir besorgen die leckeren Zutaten für euren Scheiß hier. Ja. 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 Mach ich das gut? Mach ich das gut? Are you entertained? Huja! Hast du nicht gedacht, dass ich das abwehren kann? Hä? Hast du nicht gedacht? Ja, das unterschätzen viele. Die denken sich, grün. Und dann merken sie, oh the shit, der Typ kann was. Und dann merken sie, oh shit, das ist bestimmt der Auserwählte aus der Legende. Und dann in dem Moment, dann ersticken sie an ihrem eigenen Blut und ja, es ist kein schöner Anblick, deshalb erspare ich euch das immer so ein bisschen, aber ja, es ist, damit müssen wir mich jeden Tag hier beschäftigen. Was du wollen? Zack. So, was hast du so? Ein Eisen, Chris. Ja gut, nehmen wir mal mit. Wie sieht es eigentlich mit meiner Waffe aus? Ich hab noch 7 Haltbarkeit. Egal. Außerdem habe ich einen Freund anfragen, wie es aussieht. Oh, ich habe Nicky Heroes als Anfrage. Ja, den nehme ich natürlich an. Einer unserer lieben Zuschauer hier. Lieben Gruß an dir an der Stelle. An dich. Dir, Deutsch. Huja! Huja! Komm her! Huja! Hättest du nicht gedacht, dass ich blocke, hä? Hättest du nicht gedacht, hä? Hättest du nicht gedacht. Immer diese blöden Vögel. Ansonsten, Blade and Soul technisch gibt es nicht viel Neues. Mal so ganz nebenbei. Während ich hier die armen, wildlebenden Viecher zerschnetze. Viel hat sich nicht getan. Halloween-Event läuft nach wie vor. Auch wenn das jetzt nicht so interessant ist, sage ich mal, für mich, der jetzt nicht mehr so viel Geld reinsteckt in das Spiel. Ich habe jetzt, meine schöne Kleidung, ich habe jetzt meine Brille. Jetzt brauche ich nichts mehr. Boing. Treten in der Luft. Wer kann das schon? Außer der Auserwählte. So. Da ist ja noch ein anderer Typ. Ja, mach ihn platt. Ist eine Nachtklinge. Das weiß ich, weil das war gerade ein Move von der Nachtklinge. So, cool. Oh, fuck, hätte mich fast erwischt. Hätte mich fast mit dem Angriff erwischt. Aber mit den Rotvipern werden wir uns auch noch irgendwann befassen, aber irgendwann. Wir haben Zeit. So, wie es aussieht, arbeiten wir jetzt erstmal für diesen Yonkai-Typi da, ne? Naja. Und unsere Bezahlung sieht im Moment so aus, dass wir überleben dürfen, so ein bisschen. Nicht die angenehmste Arbeit. Schlecht bezahlt. Schlechte Konditionen. Wenig Getränke. Da hätte die Berufsgenossenschaft einiges zu sagen hier. Aber leider gibt es hier wohl keine Berufsgenossenschaft. Also, fuck it. Schaffen wir weiter. So, was haben wir hier? Ah, ein Halsschmuck. Wir haben einen Halsschmuck bekommen. Kann man was verbessern? Nee, nicht wirklich. Oh, meine Waffe geht zu Neige. Oh, das ist nicht gut. Ich muss mal reparieren gehen. Aber ich schiebe das immer bis auf den letzten Moment, weil ich bin cool. Ich lebe gerne am Limit. Oh, fuck! Hab ich erwischt, der Schlingel. So, wie sieht's aus? Immer noch 5. Sehr gut. Hey, wir leben total am Limit gerade. Huja! 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 Hättest du gedacht, dass du das schaffst? Euer Inventar ist voll. Was? Inventar ist schon wieder voll? Was? Achso, ja, weil ich hier diesen Scheißzahn mitgenommen habe und irgendwas noch. Irgendwas war da noch. Stimmt, diese komische, dieses Blütenblatt. Und das brauche ich eigentlich im Moment auch nicht wirklich, aber. Stimmt, die Belohnungstruhe habe ich noch gar nicht aufgemacht. Yay, ein Heiltrank.
Und schon haben wir wieder ein bisschen Platz. So. Okay, weiter geht's. Wie er immer hochfliegt, genau in dem Moment. Weil ich ihn nicht rechtzeitig platt krieg. Ich schaff das. Ich schaff das. Supersonic! Oh yeah! Ja, komm. Oh shit. Oh fuck. Yes. Beim ersten. Das ist reibungslos gelaufen, ne? So, jetzt brauche ich noch einen von diesen Staubknurrhorn-Viechern. Fick dich! Oh shit! Ich trete dir in die Fresse! Und es hat nicht funktioniert. Es ist nicht sehr effektiv, einem komischen. Was bist du überhaupt? Keine Ahnung, ein Stier. Einem Stier ins Gesicht zu treten, bringt anscheinend nichts. Gut. Oh, da oben steht denn jemand. Habe ich gar nicht gesehen, ey. Junge, warum bist du denn? So. Interessiert mich gar nicht. Ich möchte Mineral untersuchen. So, schön. Da kriegen wir XP dafür. Das ist. Deshalb mache ich den Scheiß. Wisst ihr? Deshalb mache ich den Scheiß. So. Nennt euer Anliegen. Gut. So, jetzt gehe ich aber erstmal. Oh, darüber muss ich gleich. Okay. Aber erstmal gehen wir unser Zeug reparieren. Repariere mein Zeug. Kann sich nur um Jahrhunderte handeln. Ja. Endlich. Und wir haben zwei von diesen Hammer-Dingenskirchens verbraucht. Ist okay. Jetzt gehen wir mal in die Nähe von diesem blauen Gedöns da. Wo sich auch dieser Schildrell-Typi befindet. Ich weiß gar nicht, was wir hier oben machen. Egal, ich kletter auch mal hoch. Ah! Okay, ich muss jetzt eine Leiche untersuchen. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh nein, ich falle runter! Die werden mich sehen! Okay, oder auch nicht. Die haben mich irgendwie nicht gesehen. Egal, alles gut. Zum Teufel komme ich da hoch. Ach, da hoch. Ich untersuche eine Leiche. Ihr habt einen neuen Questgegenstand erhalten. Okay, das sieht auch wie einer von Yonkais Untergebenen, der jetzt schlimm verendet ist hier. Nehmt die Fahndungsplakate. Warte. Das muss ich mal lesen. Achso, wir sollen die Rotwipernwanden platt machen, um die Fahndungsplakate zu bekommen. Ist ja kein Problem. Glück, Junge. Buja. Ui. Und der ist kaputt. Sein Kollege auch. Dann haben wir noch ein paar von diesen Fahndungsplakaten. Haben ja eh nichts Besseres zu tun. Alles für den Yonkai, alles für den Club. Buja, in dein Gesicht. So, wer wählt als nächstes? Ah, nicht diese Knurrhörner. Erstmal ein Heiltrank. So. Wer will noch? Wer hat noch nicht? Da stehen zwei willige Opfer. Ja, nehmen wir die beiden willigen Opfer. Buja! Remember me! Ich glaube, die werden sich nicht an mich erinnern, weil die mich noch nicht betrieben. Okay, aber egal, die sind jetzt eh tot. So. Gibt's noch ein paar Rotwipern hier? Da drüben gibt's noch einen. Warum gibt es einzelne Brocken, die rumschweben? Ist das Magie? Oder gibt es ja eine geringe Schwerkraft? Was ist da los, liebe Leute? Fick dich! Boom in dein Gesicht! Flick! So, noch ein Heiltrank. Sehr schön, den ich gerade verbraucht habe, den habe ich wieder bekommen. Ja! Au. Flick! Flick! Du Sau. So, was haben wir noch? Ah, alle platt hier. Okay, dann gehen wir weiter.
Olle Vögel, ein Knurrochse, Viech oder sowas. Da ist noch so einer. Aua. Burt! Oh, du hast nichts gesagt. Fuß ins Gesicht. Flick. Und einer weniger. Plakat, Plakat. Plakat, Plakat. Remember me! Ins Gesicht! Und weg mit dir! Hey, hey, hey! So, noch eins von diesen Plakaten und dann haben wir's. Ein Plakat noch. Und dann sind wir. Der Plakatentastetaschtischte. Oder so. Oh ja! Von Stein zu Stein! Wir springen in der Meer! Oh fuck! Das war eleganter geplant. Ja! Boss. Das funktioniert nicht. Doch, natürlich. Bom, siehst du, wie das funktioniert? Hättest nicht gedacht, dass ich deinen Konter wieder konter, hä? Hast du nicht erwartet, ne? Ja, ja, die unterschätzen mich alle. Nur weil ich grün trage. Aber... ja, ja, grün ist das neue Schwarz, liebe Kinder. Ja, noch eine Schattenklinge. Schattenklinge sind beliebt. Hallöchen. Und tschüss. Die Ausdauer versagt. Bin ein Auserwählter mit wenig Ausdauer. Wusche. Wurde gerade noch so geschafft. Wie auch immer das... geklappt hat. Ich glaube, ich bin hochgeglitscht. Und jetzt bin ich gerade runtergeglitscht. Auch interessant. Jetzt gehen wir erstmal zu Bento und machen diese Rippchen. Rippchen. Was zur... Warum bringt ihr mir Raubvogelrippchen? Da ist doch kaum Fleisch dran. Schon gut, ich verstehe schon. Jong erlaubt sich einen Spaß mit euch. Das tat er auch schon mit mir, als ich erstmals Oberst Yong Kai geteilt wurde. Er ist... einfach ein Mistkerl. Ihr scheint anständig zu sein, daher ein Rat. Lauft weg, soweit ihr könnt vom Oberst, bevor er euch nimmt, was ihr am meisten liebt und vor euren Augen zerstört. Nichts, was ihr verspricht, ist eure Seele wert. Ach du Scheiße! Das bleibt aber unter uns in Ordnung. Kehrt zurück zu Ritschu, bevor ihr Verdacht schöpft. Viel Glück. Okay. Da meint jemand gut mit uns, aber wir sind blöd, wir sind Auserwählte. Ich sah euch mit dem Koch herumstehen. Verschwendet nicht eure Zeit mit ihm. Ich habe neue Befehle für euch, direkt vom Oberst. Helft Soha im Lager der Schatzjäger, das Nahir Saraswa zu finden. Okay, wer ist denn bitteschön Soha? Sie ist eine Schatzjägerin. Der Oberst heuerte sie an, nachdem sie einige von Juwals Ja-Sagern ausgeschaltet hatte. Das gefiel ihm wohl. Okay, und wer ist zum Beispiel Juwal? Findet Soha im Lager der Schatzjäger. Enttäuscht mich bloß nicht. Okay. Ich schätze, dann gehen wir mal da rein. Davor reden wir mit dem Typ da beim Ausguck. Hallo. Sprecht mit Rin beim östlichen Speerfelsen. Dann gehen wir mal zu Rin beim östlichen Speerfelsen. Ich muss eher in die Richtung, von dem her passt es. Huish! Ich kann fliegen! Und da sind fiese Viecher. Was zum Teufel seid ihr? Ruinensandfresser. Was zum Fick? Hallo. Der Kerl besteht aus Stein. Aber wir machen ihm irgendwie Schaden. Also bleiben wir dabei. Ganz schön hässlich, die Teile. So, da muss ich wohl hin. Ups. Nix da. Nimm das, du Sau. Tada. Oh shit. Nimm mich doch. Ah. Hier. Hey. Plötzlich geht's ja. Huja. Guten Tag. Hallo, Rien. Rien sieht schön aus. Hallo, gute Frau. Okay.
Wer ist das da drüben? Ah, ich muss da sowieso hin. Passt. Ui. Okay. Achso, Sun Wie war der eine Typ, den wir aufgefunden haben. Der Tote. Ah ja. Okay. Wo zum Teufel ist... Ah, der da. Ich kann fliegen. Ja, ich kann doch fliegen. Hallo, wer bist denn du? Kommt mir bekannt vor irgendwie. Ach so. Okay, jemand hat ihm Geld beschissen und ja, und okay, das ist alles interessant, aber ich muss weiter. Fuck. Schafft die Bombe von Rotwiefern, okay. Ja, ich komme, bin gleich da. Kuckuck. Remember me! Oh ja! Ich habe eine Bombe! Oh ja! So, ich brauche noch ein paar von den Typen. Hey, ich brauche eine Bombe. Flieg. Nimm das. Was? Warum hat sie nicht zerlegt, Junge? Putz. Scheint, muss ich wirklich diese Typen ab, die anderen Typen abgreifen, angreifen. Wo zum Teufel sind die? Wusch, wusch, wusch. Ach, da ist er so. Ah, da ist einer. Wusch! Yes! Ich habe ihn in Krümel verwandelt. Also merkt euch, Kinder, wenn ihr irgendwelche Leute in Krümel verwandeln wollt, schnappt euch eine Bombe, schmeißt es einem komischen Ruinensandfresser in die Fresse und ja, das funktioniert. Glaubt mir, ich bin der Auserwählte. Bombe in die Hand und einen Sandfresser in die Fresse. Wusch! Und er wird zu Pulver, zu Geröll, wie auch immer. So. Schön. Schön, dass das so schön funktioniert. Ja. Wo ist der Feind? Wo ist der Feind? Wo ist der Feind? Wo ist der blöde Römer? Fick dich! Fuck. Putz, Junge! Und tschüss, Schwerterchen. Und noch einen Krümel verwandelt. Bombe, Bombe, Bombe. Hey, der hat meine Bombe geklaut. Fiesling. Und meine Bombe. Flick. Den hat so zerlegt, dass er seine Bombe fallen lassen hat. Das ist super. Super sowas. Los, komm her. Oh ja. Und wieder ein Viech in Pulver verwandelt. So.
Wo ist der nächste? Da ist der nächste. Meiner! Spasti! Ach! Hat es mir einfach weggenommen, der Sack! So, was haben wir noch? Ah, da ist noch jemand. Kommen! Remember me! Dachte schon, da ist keine Bombe fallen. Geröll! Das hat mich gerade noch angeguckt. Was? Wo ist Geröll? Wo? Flick! So. Wo ist noch so einer von den hässlichen Viechern? Möglichst in der Nähe. Aber in der Nähe ist gar nichts. Also müssen wir rüber. Muss mit einer Bombe, die schon gezündet ist, durch die Gegend laufen. Wo ist Grill? Noch ein paar hässliche Viecher da hinten. Stopp! Wir machen das gut, wir sind ein guter Auserwählter. Und ich habe schon wieder eine Bombe in der Hand, mit der ich durch die Gegend laufe und gleich explodiere ich mitsamt dem Viech. Was ist ein Viech? Ugh. Tja. Sag bloß, ich muss wieder hochklettern zu dem Kerl. Ich muss wirklich wieder hochklettern zu dem Kerl. Ah, nee. Wer zum Teufel ist Anne? Phew! Warum kann ich meine Flugrichtung nicht mehr nicht im Flug beeinflussen? Was ist da los? Wusch! Hallo Boria! Ich schaffe es nicht! Boah, ich hab's doch geschafft. Was, wo zum Teufel ist er? Hey! Das ist weg! Was soll das? Da klitter ich extra hoch und. Ach, an der Karte. Ah, okay, das. Ah, okay. Na gut, dann gehen wir zum Lager der Schatzjäger. Wusch, ich kann fliegen. Wusch. Ich habe nichts drunter an unter diesem Fummel. Und man kann mein Gesicht sehen vor dir aus. Ach du Scheiße, das grüßt nicht. Ach du Scheiße. Hab ich gerade das richtig gesehen? Also ich glaube, man konnte mir gerade echt in den Rachen gucken. Alter, das war gruselig. Das war richtig gruselig. So, sind wir da? Ich glaube, wir sind da. Hallo, willkommen. Okay. Ah, Sukato. Gell, sind wir gut. Hallo, Livo. Wer seid ihr? Ein Foliantenleger oder ein Knochenwerkjäger. Ein Haufen Jäger hier. Hey, so kann ich Soha nicht sehen. Rückt ihr bitte ein wenig zur Seite? Soha wo? Ihr kennt Soha nicht? Habt ihr unter einer Düne geschlafen? Sie ist die größte Schatzjägerin und Schützin überhaupt. Ach so? Ja, Katzin! Oh, Frau mit Titten. Ich sehe einen Striptanga. Stringtanga. Direkt zwischen die Augen. Schön. Ja, und sie ist eine Säuferin. Super. Instant Waifu Material. Oh, shit. Oh, sie ist so wunderbar. Wenn ich groß bin, möchte ich wie sie sein. Naja, außerdem trinken vielleicht. Gerade das Trinken ist das Geile daran. Hallo? Ich habe nur keine Ahnung. Ha, das war interessant. Und wir haben ein Level Up. Okay.
So, liebe Leute, ich würde mal sagen, wir machen an der Stelle einen Cut, sehen uns im nächsten schönen Part wieder von, Zelda spielt immer noch Blade & Soul. Und ich habe eine Einladung zur Weltmeisterschaft. Jetzt ziehe ich Max mit rein. Duell, bla bla bla, interessant, so. Und wir sehen uns im nächsten schönen Part von Blade & Soul, werden dann uns mit Soha unterhalten und werden sie um einen Heiratsantrag bitten. Direkt einen Heiratsantrag machen? Deutsch will gerade heute nicht so bei mir, ne? Auf jeden Fall, wir sehen uns beim nächsten Mal. Viel Spaß noch. Ciao, haut rein. Ciao, ciao.